Benny Bichler, Gratulation zum ersten Derby-Tor. Auch an dich die Frage, hätte es in der ersten Halbzeit wesentlich höher führen können. In der zweiten Halbzeit im Gegenzug habt ihr dann Glück gehabt, das Spiel nicht noch zu verlieren. Was überwiegt jetzt bei dir, die Freude oder die Enttäuschung? Ja, schwierig jetzt einmal so kurz nach dem Spiel in Worte zu fassen. Wir haben einen unglaublichen Start gehabt, nach 3 Minuten ist 1-0. Aber im Gegenzug eigentlich fast schon wieder den Ausgleich, also ein unglaublicher Start in der Derby eigentlich. Sind dann mit 2-1 in Führung gegangen und haben das wirklich gut gemacht. Da hätte man sogar noch ein weiteres Tor machen können oder das Spiel in eine andere Bahn lenken können oder in die richtige Bahn lenken können. Sie haben dann zweite Halbzeit wirklich Gas gegeben, wo wir teilweise wirklich Glück gehabt haben, weil sie wirklich sehr gute Chancen dann gefunden haben. Und deswegen muss man, glaube ich, am Ende mit dem Punkt leben. Am Ende könnt ihr jetzt, glaube ich, euch noch beim Ivan bedanken. Was sagst du zu seiner Leistung? Ja, er hat uns ein paar Mal richtig gut im Spiel gehalten. Unglaubliche Paraden im 1 gegen 1 teilweise auch. Ja, für das steht er hinten bei uns im Tor und da muss man dankbar sein. Und ja, am Ende, wie gesagt, muss man aber mit dem Punkt dann auch so leben. Erzähl mal, du hast dich ja schon letzte Woche bei uns im Interview riesig auf das Derby gefreut. Wie war jetzt diese ganze Woche, diese ganze Derby-Woche für dich? Ja, die Woche an sich war jetzt nicht anders wie ein anderes Spiel in meinen Augen. Ein wichtiges Spiel, auf das wir uns vorbereitet haben. Für uns zählt mittlerweile, also derzeit jedes Spiel. Und heute hat man natürlich gemerkt, schon bei der Hinfahrt, dass das eine andere Stimmung ist. Und wenn man da einläuft, ist natürlich auch mal nochmal was anderes. Vor einem fast ausverkauften Haus, glaube ich. Ja, super und ich hoffe, ich kann öfter so eine geile Kulisse und so ein geiles Derby erleben. Was war es denn generell für ein Spiel? Ihr habt zum Blitzstart gehabt, sofort den Ausgleich kassiert, aber ihr habt es nicht locker lassen. Ja, wie gesagt, ein unglaublicher Start von uns in das Derby. Aber auch eine unglaubliche Reaktion dann auch von Rapid. Also es ist ja eigentlich unglaublich, dass man hat sofort gesehen, dass dass in dem Spiel um alles geht, dass jeder will und dass jeder nach vorn presst. Und ja, dann war es ein offener Schlagabtausch, wo beide Mannschaften hätten das Spiel auf ihre Seite ziehen können. Und am Ende ist das Remis, denke ich, gerecht. Was ist denn in der zweiten Halbzeit dann passiert? Hast du eine Erklärung, warum das plötzlich so ein bisschen in die andere Richtung gekippt ist? Ich glaube, Rapid hat ein bisschen umgestellt nach dem 2-1 von uns, zweite Halbzeit. Und sie haben dann richtig Druck gemacht. Wir sind nicht mehr so in die Zweikämpfe gekommen und haben nicht mehr unser Spiel so machen können. Und auch ein paar individuelle Fehler gemacht, die einer das zum Kontern dann sehr leicht gemacht haben. Aber ja, wir haben sehr gute Phasen auch gehabt und auf die müssen wir festhalten.